Nach dem eigenen Slogan Deutschkreuz ist und bleibt in Bewegung, kann man in dieser freundlichen Gemeinde mitten im Burgenland einiges erleben. Ob Sie nun kulinarische, kulturelle oder aber auch sportliche Erlebnisse suchen, Deutschkreuz hat für jeden etwas zu bieten. Es wurden in den letzten Jahren an die 50 Millionen Euro investiert und ich glaube, das ist schon eine richtige Kraftanstrengung. Gemeinsam mit der Bevölkerung haben wir viele Projekte geschafft. Sei es in kultureller Seite, sei es mit Professor Lempen, mit seinem Schloss oder der Kirche Deutschkreuz, wo er sich dementsprechend auch verewigt hat, viel Herzblut und viel finanzielle Mittel in das Schloss gesteckt hat. Auf der anderen Seite das Karl-Goldmark-Museum, das immer tagtäglich zu besichtigen ist und auch eine dementsprechende Führung wert sein wird. Doch Deutschkreuz ist natürlich auch bekannt für seine Top-Winzer und exzellenten Weine, welche Genießer aus weit her anlocken. Wein ist ein Riesenwirtschaftsfaktor geworden in Deutschkreuz, aber nicht nur in Deutschkreuz, man muss auch kein Kirchturmdenken haben, sondern in der Region, im Blaufränkischland, hier mit unserer Gebietswinothek massiv punkten können, wo 50 Top-Winzer hier ihre Möglichkeit haben, ihre Produkte zu präsentieren. Wird sehr gut angenommen und ich denke, auch hier wird es eine Erweiterung in der nächsten Zeit geben, wo auch die Gemeinde dahinter steht. In der Gebietswinothek Vinatrium kann man sich nicht nur über die vielen verschiedenen Weine informieren, sondern auch direkt im Tourismusbüro eines der vielen Angebote buchen. Und hiervon hat Deutschkreuz einiges zu bieten. Von Weinwanderungen über Draisinentouren bis hin zu E-Bike und Segway-Verleih ist für jeden Urlauber das passende Angebot vorhanden. Neben der Veredelung von Weintrauben sorgt auch der Wirtschaftspark Deutschkreuz für zahlreiche Arbeitsplätze in der Region. Im Schnitt werden hier bis zu 40 Mitarbeiter pro Firma beschäftigt. Dass Deutschkreuz eine hohe Lebensqualität zu bieten hat, haben auch vier große Wohnbaugenossenschaften erkannt. Und so entstehen hier in Deutschkreuz immer wieder neue und moderne Wohnprojekte für junge Familien. Wir sind Schulerhalter, wir haben auch einen Turnsaal dazu gebaut, um weitere Möglichkeiten zu schaffen. Und wir haben 60 Vereine und ich denke, das darf man nicht hinwegschieben, sondern 60 Vereine sind zu betreuen. Die sind sehr aktiv, Gott sei Dank, und das bringt der Gemeinde was. Deutschkreuz, eine Marktgemeinde im Blaufränkischland, die neben kulinarischen und kulturellen Erlebnissen auch viele Sport- und Tourismusmöglichkeiten zu bieten hat. Liebe Freunde, kommt nach Deutschkreuz, genießt die wunderschöne Gegend. Liebe Leute, schöne Gegend, toller Wein, was will man mehr? Deutschkreuz ist immer gefragt.